Hallo hier bei Johannas Landleben und Küche. Ich stehe zwar wieder in meiner Küche, doch heute geht es um ein ganz anderes Thema. Und wenn ihr wissen wollt, warum, bleibt dran. Ich möchte euch heute von einem total tollen Projekt erzählen aus Oldendorf bei Bremen. Und zwar geht es um den Sophienhof dort. Verzeiht mir, wenn ich manchmal jetzt ein bisschen hake, aber ich halte einfach nichts vom stoischen Ableben. Ich versuche es einfach mal in freien Worten. Was heißt solidarische Landwirtschaft? Solidarische Landwirtschaft heißt, dass eine Gruppe von Verbrauchern, also ihr in dem Falle, wenn ihr einkauft, so einen Betrieb unterstützt, finanziell unterstützt, immer für ein Jahr fest, was natürlich monatlich gezahlt wird und ein Jahr fest, ganz wichtig, damit dieser landwirtschaftliche Betrieb planen kann, weil Planung kostet über das ganze Jahr Geld. Und im Gegenzug erhaltet ihr von diesem Betrieb aus sogenannten Depots, wo der Sophienhof schon einige Depots hat, Lebensmittel, also Gemüse, weil nicht jeder weiß, wenn ich eine Tomate zum Beispiel kaufe in meinem Bioladen, steht zwar Bio drauf, aber ist da auch wirklich Bio drin? Kommt sie wirklich aus der Region, wie es draufsteht? Wenn ihr so einen Hof unterstützt, wisst ihr das, weil ihr direkten Kontakt habt zu dem Hof. Hier beim Sophienhof habt ihr auch die Möglichkeit, Besuche zu machen. Jetzt heute zum Beispiel ist dort eine Veranstaltung, Infoveranstaltung mit einem Hofrundgang. Ich blende euch das hier unten alles auch gleich nochmal ein. Und dazu läuft jetzt gerade ein Crowdfunding. Aber ich kann das gar nicht so gut erzählen. Wie der liebe Marc Schweighöfer. Hallo, mein Name ist Marc Schweighöfer. Ich bin 33 Jahre alt. Ich habe den Sophienhof 2013 erworben als Resthof und baue ihn weiter und weiter zu einer konstanten Landwirtschaft aus. Wir haben uns für eine solidarische Landwirtschaft entschieden, da sie uns ermöglicht, in kleinen Betriebsstrukturen zu wirtschaften. Das heißt, wir halten nur 160 Legehennen zum Beispiel. Und haben da Rassehühner. Diese Rassehühner legen nicht immer so gut, aber die Verbraucher tragen das mit. Andererseits ermöglichen wir den Verbrauchern, den Betrieb direkt kennenzulernen und wirklich sicherzustellen, dass das Gemüse regional und saisonal von unserem Betrieb kommt. Wir achten bei unserer Landwirtschaft besonders auf einen Humusaufbau. Dies erreichen wir durch eine 7-jährige Fruchtfolge mit vielen Zwischenfrüchten. Auch unsere vielseitige Tierhaltung mit ihren wertvollen Düngerarten trägt dazu bei. Wir wollen mit einer engen Verbraucherbindung eine regionale Landwirtschaft langfristig und zukunftsfähig etablieren. Mit eurer Hilfe ist es uns möglich, auf dem Sophienhof Sommergemüse anzubauen. Damit können wir eine komplette Bandbreite an eigenen Produkten für eine solidarische Landwirtschaft liefern. Auf dem Sophienhof leben mittlerweile 14 Menschen. Wir haben 3 Lehrlinge. Dazu kommt Finn in der Hauswirtschaft. Katja macht die Kommunikation mit der Solavie und Büroarbeiten. Der Thomas, der macht das Backen und die Ausfahrten für die Solavie. Und ich mache die Betriebsleitung. Darüber hinaus kriegen wir Woofer und Schülerpraktikanten im Jahresverlauf. Wir danken für jede größere oder kleinere Unterstützung. Dankeschön! Tolle Truppe, nicht wahr? Jede kleine Spende hilft. Ihr könnt schon spenden ab 5 Euro. Dann gibt es ab 10 Euro gibt es schon tolle Kalender vom Sophienhof. Mettwurst im Glas, was auch nachhaltig dort produziert wurde. Oder auch Gemüsekisten. Ich werde dieses Projekt mit 50 Euro unterstützen und eine Patenschaft übernehmen, weil ich es super, super wichtig finde. Und ich setze noch einen drauf, wenn ihr spendet und mir eure Spendenquittung bis Samstag, dem 25. zukommen lasst per E-Mail,
Ich habe hier unten auch nochmal meine E-Mail-Adresse, die ich euch einblende, lege ich für jede Spendenquittung, die diesen Sophienhof unterstützt, 1 Euro nochmal oben drauf. Sollte ich euch jetzt neugierig gemacht haben, um den Hof direkt so zu unterstützen, wenn ihr aus der Region dort kommt, könnt ihr natürlich auch gerne Kathi anschreiben. Kathi beantwortet euch alle Fragen sehr gern unter post@sophienhof-oldendorf.de. Viel Spaß beim Unterstützen. Ciao.